Hallöchen, ihr Liebens, und willkommen zum vierten Türchen meines Adventskalenders. Und heute machen wir ein Panna Cotta Törtchen mit Fruchttopping. Das ist echt so richtig schön cremig und lecker. Ich hatte auch schon Ewigkeiten kein Panna Cotta mehr gegessen. Das kam dann gleich so total über mich, weil ich schon längst vergessen hatte, wie lecker das überhaupt ist. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht kein ganzes Törtchen daraus machen möchtet, könnt ihr die Panna Cotta Creme natürlich genauso gut in Dessertgläser füllen. Jetzt fangen wir aber zunächst mit dem Biskuit an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und Ausprobieren. Für den Biskuit benötigen wir nur vier Zutaten, und zwar Mehl, Zucker, ein bisschen lauwarmes Wasser und ein Ei auf Raumtemperatur. Die Mengenangaben schreibe ich euch auch auf meinen Blog, damit ihr euch das später in Ruhe durchlesen könnt, und den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Als erstes geben wir uns das Ei in eine Rührschüssel, fügen unter Rühren den Zucker dazu und gleich darauf auch schon das lauwarme Wasser. Das lassen wir jetzt so lange mixen, bis die Masse hellschaumig aufgeschlagen ist, und dann kommt nur noch löffelweise das Mehl dazu, das zum Schluss auch nochmal ordentlich untergemixt wird. Die Masse füllen wir uns nun in eine 18er Springform und backen sie bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für so 10 bis 13 Minuten im vorgeheizten Backofen. Lass den Biskuit nach dem Backen dann nur noch gut auskühlen, und auch ganz ohne Backpulver bekommen wir dann so einen luftigen und trotzdem schönen dünnen Tortenboden raus. Legt euch den Biskuit dann auf ein frisches Backpapier und spannt den Rand der Springform schon mal um. Dann können wir die Ränder zusätzlich noch mit Backpapier auslegen, und dadurch wird es am Ende dann super einfach, die Torte von der Springform zu lösen. Für das Fruchtgelee benötigen wir einen roten Saft, ich habe zum Beispiel Traubensaft verwendet, und wir benötigen ein bisschen Zucker und anderthalb Päckchen Agatine. Alternativ könnt ihr natürlich auch Gelatine nehmen, da müsst ihr dann nur auf der Verpackung schauen, inwieweit sich die Zubereitung ändert. Und für unsere Panna Cotta Creme benötigen wir Sahne, normalen und Vanillezucker, Mascarpone, das Mark einer Vanilleschote und wieder anderthalb Päckchen Agatine. Die Zubereitung beider Gelees funktioniert eigentlich nach dem gleichen Prinzip und sollte am besten auch schon parallel zueinander zubereitet werden. Und wir fangen jetzt mal mit der Fruchtcreme an. Hier werden einfach nur der Saft, der Zucker und die Agatine verrührt und für 2 Minuten lang aufgekocht. Bei der Panna Cotta Creme werden dann alle Zutaten bis auf die Mascarpone verrührt, also Sahne, Zucker, das Mark der Vanilleschote und die Agatine. Und erst nachdem die Sahne 2 Minuten kochen durfte, wird die Mascarpone eingerührt, weil die sich in der heißen Flüssigkeit einfach besser verrühren lässt. Also letztendlich ist die Zubereitung super einfach und ohne viele Arbeitsschritte. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Flüssigkeiten wirklich für 2 Minuten lang kochen, damit die Agatine gelieren kann. Sonst bleibt euch das Ganze auch nach dem Kühlen immer noch flüssig. Also lieber ein bisschen länger als zu kurz, und dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt auch mal eine Gelierprobe mit dem Löffel machen, legt ihn dazu am besten in den Kühlschrank, damit er gut kalt ist, tunkt ihn dann in die Flüssigkeit, und nach 1 bis 2 Minuten sollte die Probe dann auch gut fest sein. Dann beginnen wir damit, circa die Hälfte des heißen Safts über unseren Tortenboden zu geben. Der saugt sich damit nämlich erst einmal richtig voll, und dann sickert die Panna Cotta Creme da nicht runter. Und damit haben wir den Fruchtanteil in der Torte auch nochmal so ein bisschen verteilt. Die Form stellt ihr dann am besten aufs Fensterbrett, damit der Saft ein bisschen gelieren kann. Das dauert so um die 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie kalt es bei euch ist, und dann kann gleich darauf auch schon die Sahne eingefüllt werden. Das müssen wir jetzt so zunächst bei Raumtemperatur auskühlen lassen und anschließend für 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Das muss nämlich komplett fest werden, bevor wir das restliche Fruchtgelee darüber gießen können. Das wird in der Zwischenzeit natürlich fest in eurem Topf werden, aber das ist auch kein Problem. Ihr könnt das einfach nochmal auf dem Herd erwärmen, damit es flüssig wird, und dann auch nochmal für 2 Minuten aufkochen lassen und über die Torte gießen. So muss die Torte dann erneut für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit sie auch richtig schnittfest wird, und dann können wir sie zuletzt nur noch aus unserer Form lösen und auf eine Tortenplatte umsetzen. Durch das Fruchtgelee wird der Biskuit dann auch ein bisschen fester, sodass ihr die Torte vorsichtig von unten anheben und eben umsetzen könnt. Wer möchte, kann die Torte auch noch dekorieren. Ich habe dazu zum Beispiel Kokosnussraspeln verwendet, die passen da geschmacklich auch total gut zu. Und dann hatte ich auch noch ein paar Zuckerschneeflocken, die ich über meine Oberfläche verteilt habe.
damit ist unser Törtchen dann endlich servierbereit und es ist wirklich super, super cremig, dass es einem schon fast auf der Zunge zergeht. Wirklich richtig lecker und mit der Fruchtschicht hat man dann auch nochmal so einen schönen Kontrast zu diesen sahnigen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos im absoluten Advent nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.